gut. Jetzt kann ich auch wieder den Powerpanzer benutzen. Wenn ich nicht verkacke, dann wird er super. Also es kann sein, also beziehungsweise wenn ihr die Folge seht, dann habe ich mich schon entschieden, dass es Persona 5, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Persona 5 Royal erstmal pausieren werde, weil ich habe gerade viel mehr Bock auf Final Fantasy 3 aus irgendeinem Grund. Das Spiel habe ich schon durch, das ist auch nicht das tollste, beste Spiel oder das tollste, beste Final Fantasy, um ehrlich zu sein. Aber es ist halt, ich finde es halt gut und irgendwie charmant und zwar kann ich dasselbe über Persona 5 Royal sagen, aber irgendwie, da habe ich so eine innere Barriere momentan, ich weiß es auch nicht genau. Wie gesagt, ich muss mich da immer so ein bisschen überwinden, um die Aufnahme zu starten bei dem Spiel. Okay. Ja, dann... Wie viel Leben habe ich denn? Dann würde ich erstmal sagen, ich nehme mal so ein Dürr-Obs, bevor ich das hier wegwerfe. Also ein Dreck. Machen wir mal so einen Powerpanzer. Hätte ich den Multisprung, ne? Dann würden sie nicht sterben. Weil nur einen Schaden von dem Multisprung bekommen würden. Also auf den ersten. Da kriegt man schon mal zwei aus irgendeinem Grund, aber ich weiß es auch nicht so genau. Mist. Ich muss das Timing noch irgendwie üben. Für die kleinen Viecher hier, für die Diebe. Ja, Erfahrungspunkte zu sammeln, das dauert auch eine halbe Ewigkeit, bis man dann wieder ein Level kriegt. Ich glaube, das ist von dem Spiel so, dass man nicht so krass leveln soll. Du machst mal... Weißt du was? Du machst den Panzerstoß, auch wenn ich... Schon gut. Ich würde sagen, ich hätte jetzt beide töten können. Wenn ich den Panzerstoß richtig... Also den Powerpanzer eingesetzt hätte und das richtig gemacht hätte, hätte ich beide töten können. Aber ich wollte das nicht. Weil... BP sparen und so. Aber ich habe voll reingekackt mit dem Angriff. So, und ich habe ja gesagt, ich habe jetzt mehr Bock auf Final Fantasy 3 und so. Und Paper Mario werde ich so nebenbei halt machen. Vielleicht werde ich auch Paper Mario einschränken, dass ich so jeden zweiten Tag eine Folge bringe. Weil ich jetzt auch nicht der größte Fan von dem Spiel bin. Ich meine, es hat Charme. Das habe ich über Final Fantasy 3 und Persona Freude jetzt auch gesagt. Aber es ist halt süß und es ist ganz lustig und so. Aber irgendwie... bockt es mich nicht so hart wie andere Spiele. Aus irgendeinem Grund, ich kann ja auch nicht sagen, warum ich gerade nicht so mega das Spiel abgehe. Ich mag das Kampfsystem sehr. Liegt das daran, dass es halt diese Krankheit hat, die alte Rollenspiele hat. Nämlich, ich mache mir erstmal einen Powerpanzer. Das hat auch lange gedauert, bis Rollenspiele das nicht mehr hatten, dieses Problem. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so viele moderne Rollenspiele gespielt, aber halt, als die Spiele immer größer wurden, dachten sich die Entwickler,
Hey, dann tun wir einfach ganz viele NPCs reinbauen, weil, wieso nicht? Macht ja Sinn. Ist ja ein großes Spiel und so. Lass mal viele NPCs reinbauen. Aber dann muss jeder NPC natürlich auch blabberbar sein, egal ob der was Intelligentes hat, also zu reden hat oder nicht. Nein, man muss mit denen reden können. Und man weiß halt nicht, welcher NPC was Intelligentes zu reden hat. Also irgendwas, was einem weiterhilft in der Story oder überhaupt nützlich ist. und das hat dieses Spiel auch so ein bisschen. Es ist ja noch nicht so krass, weil es nicht so viele NPCs gibt, aber die NPCs, die haben einfach nichts zu bereden. Das, was die sagen, ist fast belanglos, die meisten NPCs. Zwar der eine da in dem Haus, das war eine Goldmine, der hat nur gute Sachen gesagt bis jetzt. Auch wenn das mit dem FX-Orden da, Sound-FX-Orden da, jetzt nichts so war. Aber ich rede gleich davon weiter. Ohne Wüste steht ein steinerner Kaktus. Ja, das hatten wir schon. Wüste ist gefährlich. Okay, der Wirbelsturm. Wer willst du noch mehr hören? Soll ich Bescheid wissen? Geh nach Süden, nachdem du dich. Ja, das kennen wir schon. In der Wüste stehen drei Bäume, die ein Dreieck bilden. Man sagt, dass du etwas finden wirst, wenn du in der Mitte des Dreiecks in die Luft springst. Dann weiß ich leider nicht, wo diese drei Bäume stehen. Ja, die Wüste ist groß und alles weiß ich auch nicht. Okay. In der Wüste steht ein Stein. Okay, jetzt wiederholt er sich. Einfach so schnell B gedrückt. Ja, jetzt ist das Problem, das ich gerade beschreibe. Das habe ich gerade. Ich muss mit Leuten reden, weil das ist, glaube ich, einfach normal. Und auch ich komme, glaube ich, auch nicht weiter, wenn ich jetzt nicht mit Leuten rede. Aber ich will nicht andauernd mit Leuten reden. Final Fantasy VII Remake hat es voll gut gemacht. Die ganzen, da gab es 1000 NPCs, aber du hast nur mit einer Handvoll sprechen können. Und die anderen, die haben einfach Flavortext gelabert. Du bist vorbeigegangen, die haben irgendwas gelabert. Und wenn es dir gefallen hat, bist du stehen geblieben, hast gehört, was sie gelabert haben und bist weitergegangen. Und das ist halt schön, dass du nicht einfach mit jedem NPC reden musst, obwohl er vielleicht nur Flavortext hat, heißt einfach nur zur Verzierung Text. Einfach Text, damit Text da ist. Vorübergehend geschlossen. Und nicht, weil irgendwie das wichtig ist. Wer bist du denn? Richtest du das Wort an mich? Ein Komponist bin ich, 1000 Lieder sind in mir. Seufz, ich wünschte, ich könnte einen herzzerreißenden Text ersinnen. Ich will Musik komponieren, vorgetragen in wundervollen lyrischen Texten, das ist mein größter Wunsch. Es gibt doch, gibt es, ich weiß es nicht. Wo kann ich denn nachsehen? Ja, Items, Brief, an wen sind die Briefe denn? Martin Cooperheim. Okay. Weil es gibt ja diese Sängerin, die nicht singen kann, beziehungsweise keine Texte hat oder sowas. Oder sowas war das. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich dachte, vielleicht könnten wir helfen, die zusammenzubringen. Ein sehr ästliches Geschwisterpaar lebt auf dem Sternschuppengipfel. Der Bruder Merlo sammelt Sternsplitter und tauscht sie sogar gegen Orden ein. Die Schwester Meerlieblich ist eine Wahrsagerin, die dir die Futtertruppe von Orden nennen kann. Ich dachte vor Sternsplittern. Vor langer Zeit gab es in diesem Land ein Königreich namens Staubtrockenes Königreich. König Mauster regierte es. Eines Tages wurde er von seiner Volksschaft verraten. In dem daraus entstehenden Aufstand wurde das Staubtrockene Königreich zerstört. König Mauster konnte fliehen und schwor seinen Feinden ewige Rache. Er sammelte seine getreuesten Männer um sich und besiegte die Verräter. Jene, die König Mauster halfen, waren die Räuber, die den staubtrockenen Außenposten verbauten. Ah. Hey, hallo. Ich assistiere dem Archäologen Professor Colorado. Ich kam in die staubtrockene Wüste, um die staubtrockenen Ruinen auszugraben, aber es ist jeden Tag heiß wie die Hölle. Ich bin ständig durstig. Ich will einfach nur nach Hause.
Was hilft mir das? Hier, das ist mein größtes Problem mit den Spielen, aber auch mit vielen RPGs aus so dieser Zeit. So aus den 2000er. Halt, RPGs wurden immer größer. Also mussten mehr NPCs und die müssen alle was zu labern haben, aber ob das wichtig ist oder irgendwie intelligent oder irgendwie sonst was, da hat keiner drauf geachtet. Deswegen gibt es sehr viele NPCs, sehr viele RPGs, die ich einfach nicht gerne spiele, weil ich weiß, da gibt es viele NPCs, die einfach irgendeinen Scheiß erzählen, der mir nicht hilft. Ich hörte, dass ein Archäologe namens Colorado hier ist, um nach staubtrockenen Ruinen zu suchen. Weißt du was? Selbst wenn er die gesamte Wüste umgräbt, wird er sie nicht finden. Der staubtrockene Vorposten wurde vor langer Zeit von Räubern erbaut. Der Anführer dieser Räuberbande war ein Nachfahre des Königs. Der König hatte den Eingang zu den Ruinen beworben. Die Aufgabe der Räuber war es, diesen zu bewachen. Die Legende sagt, dass der Nachfahre des Oberräubers noch heute in dieser Stadt lebt. Ruinen vor den geringen Augen von Plünderern zu schützen. Hallo, die hat mich doch beklaut. Freigiebige Menschen sind nett, sehr nett. Nette Menschen erfahren nette Geschichten. Etwas geben. Ich geb dir ein Honigsirup. Ah, du gibst mir etwas. Du könntest nett sein. Wenn du ein sehr netter Kerl bist, gibst du mir noch etwas. Gib dir noch einen Honigsirup. Ah, du gibst mir etwas. Du könntest nett sein. Wenn du ein sehr netter Kerl bist, gibst du mir noch etwas. Nichts geben. Tja, dann auf Wiedersehen. Ich glaube, der hat uns verkaspert. Das könnte gut sein. Warte mal. Da hinten sehe ich doch was. Ja, oder was ist denn da hinten? Okay. Wer bist du denn? Verrat's nicht weiter. Wenn diese Frau einen Zauber auf dich legt, kann dir das im Kampf sinnlustig sein. Zum Beispiel könnte deine Angriffskraft stärker werden oder aber du erhältst mehr Münzen für einen Sieg. Auch noch andere, viele merkwürdige Dinge könnten geschehen. Aber verlass dich nicht auf diese Zauber, er wird sich nicht in den Kampf wirksam werden. Kann sehr hilfreich sein, ist aber auch völlig unvorhersehbar. Hallo? Hallo! Du, geht's dir gut? Bist du traurig oder frohgemut? Die große Melee, man mich nennt, keine hübschere, man kennt. Große Zauber, ich vermag, doch umsonst ich ihn nicht sag. Das Glück war bisher heute dir, sehr hat es dich doch gebracht hierher. Ein Zauber, dir sehr helfen kann, doch keiner weiß ob oder wann. Willst du es wagen und hören, was die Karten sagen? Ja. Hervorragend, genial, auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Kartoffelherz, am besten der mit der höchsten Zahl. Spezialmagie, normale Magie, nochmal normale Magie. So denn, wir sind bereit und jetzt geht's los, Kartoffelherz. Was macht das? Krieg ich einen Buff? Wieso sieht ja? Bin mir sicher, wo meine Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Selbst wilde Bestien werden weichen beim Anblick meines Zaubers erbleichen. Also gut, bis später, dann sehen uns wieder irgendwann. Okay, das hat jetzt aber auch nicht wirklich viel gebracht. Sagst du noch was? Das ist wieder die Maus. Kann ich mit dir reden? Nein. Ich hier rein, wieder in den Shop. Okay. Was sind das? Staubhammer, schobiger alter Hammer, wirf ihn nach einem Gegner. Trockenpasta, Pasta aus dem staubtrockenen Vorposten stellt 3 KP, 2 BP wieder her. Ich glaube, ich kaufe erstmal Pilze. Pilz kostet 3 Münzen, aber bist du sicher, dass du das haben willst? Ja, bitte. Sehr schön, danke. Habe ich auch den Pilz erhalten? Nein, ich will ins Menü.
Ich hab die Pilze halt. Dann kaufe ich noch einen, weil ich hab den Platz bekommen, weil ich den Sirup verschenkt habe. Vielleicht hätte ich noch einen Sirup kaufen sollen. Komm, Reisender. Sie ist Minnie Mousers berühmter Laden im staubtrockenen Vorposten. Was würden Sie sich denn interessieren? Verkaufen, Lager mitnehmen? Nix. Dann bin ich wieder weg, ne? Ich glaube, ich muss, weil die Sachen so billig sind, muss ich wahrscheinlich hier Sachen kaufen, die ich dann dem Typen schenken kann. Deswegen würde ich ein paar Sachen einlagern wollen. Nein. Lagern. Erstmal diese Wacker-Dinger. Ja, die sind wirklich ein bisschen zu gut, dass ich die jetzt gerade brauche, würde ich sagen. Ne. Dann kaufe ich mal so eine Pasta. So ein Hammer, weil das sind Items, die es hier nicht so gibt. Und dann einfach, weil der billig ist, ein Mini-Pilz oder Trockenpilz. Das sind halt so Dinge, die es sonst nirgendwo gibt. Ja. Freigebige Menschen sind nett, sehr nett. Nette Menschen erfahren nette Geschichten. Etwas geben hier. Du kriegst erstmal das hier. Glaubst du mir viele Dinge? Sehr netter Kerl, sehr nett. Mein Name ist Sheik. Okay. Ich handle mit Informationen Dinge, die andere nicht wissen. Du netter Kerl, was möchtest du wissen? Eigentlich nichts. Staubtrockene Wüste, wo sind die Ruinen? Lieblingsessen, wo sind die Ruinen? Um staubtrockene Ruinen zu finden, musst du mit Mostafa sprechen. Mostafa ist ein Nachfahre der großen Räuber, die in den staubtrockenen Vorposten erbaut haben. Er findet sich irgendwo in der Stadt, aber wo genau wissen wir ja nur. Wissen nur seine engsten Gefolgsleute. Ich würde seinen Geheimnis ja verraten, aber nur dem nettesten aller netten Kerle. Musst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Hast du verstanden? Weiter fragen. Hier, du kriegst nur Trockenpasta. Dass du mir etwas gegeben hast. Um dir meinen ehrlichen Dankbarkeit zu beweisen, lasse ich mir dir etwas sagen. Was möchtest du wissen? Staubtrockene Wüste, wo sind die Ruinen? Staubtrockene Wüste. Die Staubtrockene Wüste ist ein endloses Meer aus goldenem Sand. Viele Geheimnisse verbirgt dieses Meer noch mehr als Sterne am Himmel stehen. Die Legende von den Staubtrockenen Ruinen ist eines dieser Geheimnisse. Nur Mostafa weiß, wo diese legendären Städte ruht. Musst du nach Wissen, musst du dir noch mehr geben. Hast du verstanden? Weiter fragen. Dann kriegst du so einen Hammer. Danke, dass du mir etwas gegeben hast. Nein! Offensichtlich bist du der netteste aller netten Kerle, aber du hast mich den Gefallen noch nicht wieder zurückzahlen lassen. Musst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Ah, scheiße. Ja, dann den Pilz. Ich hab leider zu schnell A gedrückt. Lieblingsessen. Also meine Lieblingsfrüchte beginnt mit Z und endet mit E. Sie ist gelb und scheiße. Sie ist sauer. Die habe ich leider weggeworfen. Sie duftet zu frisch, finde ich sie nur an der Oase außerhalb der Stadt. Wenn du zur Oase gehen und eine für mich holen würdest, wäre ich bereit zu glauben, dass du ein wirklich netter Kerl bist. Denn nur die nettesten der netten Kerle dürfen Monster versehen. Suchst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Hast du verstanden? Es reicht. Tja, dann auf Wiedersehen. Okay, dann brauchen wir Zitronen. Zum Glück habe ich ja eine gehabt und habe sie weggeworfen, weil ich ein Trottel bin. Wir waren im... Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nachgucken. Ich halte den Controller halt nicht kerzengerade und wenn ich nach oben drücke, dann... drücke ich manchmal nicht ganz nach oben und dann denkt er, ich hätte nach rechts gedrückt und obwohl ich oben drücken wollte. Also, den Stick.
Quiz. Und hier ist wieder Ihr allseits beliebter Quizmaster Wim Quizmo. Willst du erst versuchen? Ja, bitte. Dann kommen wir zur Frage. Frage. In welcher Farbe sind die Blöcke, die du mit deinem ersten Hammer zerstören kannst? Gelb. Korrekt. Gratulation. Hier ist ein Sternsplitter. Du hast jetzt zwei Fragen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Und dann, ich hoffe, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Komischer Codes. Das war einfach dreimal in den Süden gehen, ne? Wäre echt easy. Naja. Und weiter als dreimal in den Süden kann man sowieso nicht, also geht klar. Ah ja, die Magie. Was passiert da? Der Zauber versteckt eine Angriffskraft. Alter. Geht das auch für Koopa? Nein, gilt nicht. Nur für Mario. Viel zu früh gedrückt. Habe ich hier immer noch? Die zu starke Angriffskraft? Nein, habe ich nicht mehr. Okay. Kommt das jetzt immer random oder kommt das einmal und das war's? Wie funktioniert das so richtig? Hier, stirb. Stirb. Okay. Wir brauchen gerade ihn hier. Powerpanzer. Das ist so das Intelligenteste, meiner Meinung nach. Weil die zwei Pokies sterben jetzt einfach mal. Das war doof. Das hat nicht geklappt. Okay, dann springen wir mal. Und dann Koopa mit dem Panzerstoß. Also ich hatte vor dem Dorf, hatte ich was zu belabern. Dann muss ich halt mit den NPCs reden. Jetzt weiß ich nicht mehr, worüber ich drüber reden soll. Das war nicht so geplant, aber hat dann doch geklappt. Irgendwie. Nochmal den Powerpanzer. Und dann dürfte ich eigentlich genug haben, für die nächste Runde den Powerpanzer einzusetzen. Weißt du was, ich brauch's nicht richtig, aber ich mach trotzdem mal eine Erfrischung. Weil BP wiederherstellen. Also ich brauch's für die KP nicht richtig, aber für die BP. Mach ich das mal, damit ich in der nächsten Runde auch den Powerpanzer einsetzen kann. So, dann machst du nochmal den Powerpanzer und dann sind sie eigentlich down, wenn ich jetzt nicht verkacke. Und ich verkacke natürlich. Aber wenigstens haben wir alle Münzen. Dann springe ich drauf. In der nächsten Runde sind sie sowieso besiegt. Ich muss jetzt nur aufpassen, damit ich hier dem sparen kann. So, das dürfte eigentlich alles gewesen sein. Den Ton mal schnell, bevor das weg ist. Hier kam da noch was oder waren wir schon? Ah, wir sind schon da. Du hast jetzt den Zitronenbaum, ne? Ne, du bist eine Dämone. Ne, die Mette.
Zitrone. Aber hier war nicht mehr so ein Baum, ne? Hier waren nur noch die Palmen. Die sind relativ uninteressant. Zack. Muss mir immer noch einen Speedrun angucken. Ich will halt keinen richtigen Speedrun angucken. Doch schon einen richtigen Speedrun, aber ihn nicht richtig angucken. Weil, warte, kann es sein, dass hier die Mitte ist und ich muss hier. Aha. Lebenspilz ausgezeichnet. Ein Lebensretter stellt 10 KP wieder her, wenn Mario besiegt wird. Ah, wunderschön. Weil das gerade so in der Mitte war und hier sind diese drei Bäume, wie uns gesagt worden ist. Okay, dann haben wir jedes Rätsel erstmal, das wir kennen, so zumindest, gemeistert. In der Wüste. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe vergessen. Ich habe vergessen, was ich am Erzählen war. Heil brauchen wir ja nicht richtig. Nö, wir sind voll. Oh ja, okay, wir könnten jetzt Sternkraft bekommen, aber naja. Lassen wir das mal. Ich wollte einen Speedrun angucken, nur so den Anfang, damit ich sehen kann, ob das hier wirklich die Speedrun-Methode ist, halt Z drücken und dann hüpfen, damit man immer so ein bisschen Momentum hat. Weil wenn man nicht hüpft, dann hat man so, wird man halt langsamer. Das ist doof. Etwas geben. Hier kriegst du Zitrone. Oh, himmlisch, eine Zitrone. Das netteste aller netten Dinge. Weil du mir mein Lieblingsobst gebracht hast, ist deine Nettigkeit bewiesen. Weil du so nett bist, werde ich dir etwas sehr Nettes erzählen. Eigentlich nicht, doch wo ist Mostafa? Um Mostafa zu finden, gehe in den Laden in der Stadt. Kaufst du erst einen trockenen Pilz, gefolgt von einem Staubhammer. Muss unbedingt in der richtigen Reihenfolge kaufen. Zuerst einen trockenen Pilz und dann einen Staubhammer. Das ist ein geheimes Zeichen, das nur die Leute vom Mostafa kennen. Kaufst du diese Dinge in der richtigen Reihenfolge, wird dich der Ladenbesitzer zum Mostafa führen. Und kauft die Waren ja nicht in der falschen Reihenfolge. Also ein Talkpilz und ein Hammer. Suchst du nach Wissen? Es reicht. Ja, dann auf Wiedersehen. Viel Glück bei der Suche nach Mostafa, netter Kerl. Ihr sagt das noch lauter. Okay. Also das ist dann tatsächlich nicht der schüchterne Kerl, derjenige ist, der sagt, was man machen muss. Okay, die Limette. Puh, will ich die einlagern? Ich will die eigentlich verbrauchen, ne? Damit die hier raus. Ne, vielleicht brauche ich die noch, deswegen behalte ich sie mal und lagere sie erstmal ein. Ja, ja, ja. Nein! Wollte ich nicht hauen, ich habe nur auf B gehämmert. Lagern. Den Lebenspilz, da weiß ich auch nicht, ob ich den erstmal mitnehmen soll. Nein. Also es war erst der Pilz. Sehr schön, danke. Und dann der Hammer. Aber bist du sicher, dass du das haben willst? Sehr schön, danke. Wie, was? Einen Staubhammer nach einem Trockenpilz zu kaufen? Das ist ein geheimes Zeichen, das nur die Freunde von Mostafa kennen. Das heißt, ihr kennt Mostafa. Hallo, mein Freund. Freut mich, dich kennenzulernen. Gibt es irgendwelche Fragen, die ich dir beantworten kann? Ihr möchtet Mostafa treffen? Normalerweise befindet er sich am Höchstpunkt des staubtrockenen Vorpostens. Such einfach den Weg nach oben, mein Freund. Okay. Was macht denn der Staubhammer? Ein staubiger alter Hammer, wirf ihn nach einem Gegner. Okay. Und der Pilz, der halt irgendwie ein KP oder so. Okay, nach oben. Wie komme ich denn nach oben? War hier nicht irgendwie ein Weg nach oben? Nee. Hier einfach nach oben. Ah, jetzt ist auch die Tür auf. Okay, gut. Okay, ich dachte, der öffnet sich das Haus wie sonst auch immer.